We are live. Oh, herzlich willkommen zu. Hallihallo. Zu, aus dem Questclub natürlich, das vergesse ich immer zu sagen, mit der Raffi. Mit der Dani. Meiner Wenigkeit. Ich hoffe, ihr habt vorher gerade Hit mit uns mitgemacht. Yes, yes, natürlich. Dann sind wir jetzt gut angeheizt und haben einen perfekten Abschluss für. Ein Bombenchor. Ein Bombenchor, also einen perfekten Abschluss für Cardio-Training vorher und jetzt Kraft. Equipment, wenn ihr habt, ein Tube und eine Scheibe, leichtes oder mittleres Gewicht. Also mittlerweile sind wir aber, glaube ich, auch so weit, dass ihr Bücher da habt, Expander, habe ich auch schon gesehen, dass das geht. Geil. Es geht aber auch alles komplett mit gar nichts. Aber ein bisschen Gewicht wäre schön und da könnt ihr ein schweres Buch hernehmen. Also ich denke mal, oder Flaschen. Keine Plastik, und wenn nicht, Amazon Flaschen. Liefert wieder ein bisschen schneller als bei Weihnachten. Machst du gerade Schleichwerbung? Raffi macht gerade Schleichwerbung für uns. Gut, dann braucht ihr noch eine Matte, das Equipment in der Nähe hinlegen, um ja, ein bisschen was zu trinken brauchen wir nichts. Die halbe Stunde ziehen wir so durch. Das packt ihr. Das Warm-up starten wir in Rückenlage, kommt runter zum Boden. Schön. Kommt runter zum Boden, rollt eure Wirbelsäule ab. Wenn ihr hier so da liegt, dann connectet jetzt schon mal so ein bisschen mit eurem Bauchmuskeln. Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen und drückt dann den unteren Rücken immer so leicht Richtung Matte. Halte da immer Kontakt. Hände neben dem Körper, DJ bitte. Wir starten mit einem Tutu Leg Lift. Beide Beine hoch geht's über die Hüfte. 90 Grad und 90 Grad tief. Das ist jetzt schon anstrengend. Einmal noch so, bring die Fingerspitzen an die Schläfe. Kleine Kombo. Crunch zu uns. Einmal Seite, Mitte, langsam ab. Step Seite. Seite, Mitte, langsam ab. Diagonal, Mitte, ab. Einmal so. Gut, komm in den C-Crunch. Zwei Zeiten langsam. Oberkörper, Unterkörper, lass dir Zeit. Stopp mit den Knien über der Hüfte. Nimm den Oberkörper höher. Zweimal mehr. Eine Runde. Selbes Spielchen, weg von uns jetzt. Seitlicher Crunch, Seite, Mitte und ab. Push den Ellbogen schön weit nach außen. Zweimal mehr. Wir aktivieren die Seite, Ober- und Unterbauch. Zurück zum C-Crunch. Bisschen schneller jetzt. Schnell hoch, langsam tief. Langsames Tempo ist schwierig, gell? Schnell hoch. Langsam tief. Bist du hier schon ein bisschen mehr? Strecke Arme, Beine. Unteren Rücken Richtung Matte. Komm hoch. Leg den Kopf mit ab. Pulsier dreimal. 3, 2, 1. Cross-Crawl seitlich. 3. Wechsel die Seite, okay? Andere Seite. Gut. Wir erhöhen den Level. Schon mal ein bisschen. Du kannst jederzeit Tone-Tappen mit Raffi. Gut. Eine Runde länger. Dieses Tempo. 3, 2, 1. Push das Bein. 3, 2, 1. Guten Morgen, Bauchmuskeln. Nicht mehr Quatsch. Guten Abend. Ah, stimmt. Guten Abend. Oder egal, wann ihr das macht. Guten genau. Tag. Guten Tag, Bauchmuskeln. 3, 2, 1. Ins Ziel. Versuch die Schultern mehr zu lösen und dein Blick ist nach unten. Zweimal machen wir es noch. Eine letzte Runde. Hoch. Jetzt stell deine Fersen nah am Po und push dein Becken hoch. Ellbogen unter den Rücken, kleine Pulse, up and down. Spann am Po mit an. Beine sind hüftbreit. Und komm so hoch, dass du nur noch auf den Schulterblättern liegst. Einmal oben einfrieren, kneifen, roll nach unten ab. Seid ihr warm? Schnapp dir den Fuß. Hover track. Komm auf die Ellbogen. In der ersten Runde gern auf die Knie. Ellbogen unter der Schulter. Versuch die Brust Richtung Matte zu öffnen und schieb die Schultern nach hinten, weg von den Ohren. Walking Hover, rechter Arm startet jetzt. Unter die Schulter, komm hoch. Hoch. Selbe Seite, selbe Seite. Friere im Oberkörper ein. Komm jetzt einmal hoch, halte kurz und strecke einmal die rechte Seite und einmal die linke Seite. Mach das Ganze nochmal. Bleib dabei. Zieh lang.
lang. Becken tief schieben. Letzte Runde, Walking Hover. Rechter Ellbogen, tief, tief, hoch, hoch. Wenn ihr ein gutes Gefühl habt, jederzeit Knie lösen. Becken parallel halten. Wie fühlt sich an? Aber du merkst, der untere Rücken, die Schulter wird zu sehr strapaziert. Komm zurück auf deine Knie. Bleibe hier. Hand unter die Schulter. Blick zwischen die Hände. I'm sorry, not sorry. Ja, ja. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Ich empfehle auf den Knien. Grund einmal hoch. Becken tief. Rechter Arm lang. Linker Arm lang. Auch das. Ein gutes Gefühl heute. Teste dein Gleichgewicht. Uiuiui. Lang ziehen. Bein hinten nicht höher als die Hüfte. Muss gar nicht so irre hochgehen. Oh, einmal noch. Walking over. Rechte Seite immer noch. Tief. Tief. Hoch. Hoch, tief, tief, wie geht's euch? Zweimal mehr. Das war's. So, Rückenlage. Gott sei Dank, kurz Entspannung für die Schulter. Roll nach unten ab. Sea Crunch. Start mal langsam. Und jetzt zieh dich auseinander. Crunch hoch und zieh dich auseinander. Mit den Fingern vor bis zur Ferse. Uiuiui. Ober-Unterbauch nochmal. Aber Schultern sind entspannt. So, jetzt lass die Beine mal lang. Arme hinten. Marschier mit den Füßen. Schieb sie zurück und schieb sie vor. Lang, lang. Unterbauch. Stress im Nacken. Schütz den Kopf. Du kannst den Kopf auch ablegen. Rück, rück, vor, vor. Heb mehr nett ab. Dass deine obere Hüftknochen schön auf der Matte. Ah, einmal mehr, einmal mehr. Einmal mehr. Ja, Hälfte. Die Hälfte von dem Lied. Von dem ersten. Wunderbar. Oh, ich freue mich, Raffi. Gut, komm runter in die Hover-Position. Knie ein bisschen außerhalb der Hüfte. Push die Fäuste in die Matte. Und wir starten, diesmal mit der linken Seite. Kontrolliert. Langsam. Oberkörper konzentriert ein. Challenge. Challenge. Wenn es dir gut geht, löst die Knie. Komm, hoch, hoch. Wenig Seegang in deinem Schultergürtel. Wenn du merkst, Schultern drücken, trainiere immer smart. Bleib jetzt oben, schieb dein Becken tief, rechter Arm, linkes Bein, strecken, lang und schieb back, lang und schieb back. Ist das zu easy für dich? Oh, und bring die Füße hinten ein bisschen weiter auseinander für mehr Stabilität in deiner Hüfte. Oh. Alles gut, ruhig mal versuchen, ohne Knie zu arbeiten. Einmal mehr. Walking Hover. Links. Komm auf den Ellbogen. Komm runter. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Jederzeit. Kurze Entspannung hier. Das ist ein langer Track. Bleib dabei. Marschiere. Raffi, wie geht's dir so? Ohne Worte. Der ist ganz schön lang, gell? Also. Dafür, dass wir das Lied auch noch zweimal haben, gell? Ist das ganz schön lang. Aber das ist gut. So, bleib oben jetzt. Diagonaler Pointer hier. Zack und zurück. Versuchen wir es nochmal. Ich bin begeistert. Entschuldigung, Rabbi. Aber kein Stress. No. Zieh durch. Press die Rippenbögen zusammen. Einmal noch. Einmal noch. Jede Seite. Gut. So schnell du kannst, Rückenlage. Schneller, schneller, schneller. Streck die Füße. Löse. Wir marschieren. Wir marschieren. Bauch fest. Gut. Zieh die Beine ran. Ja? Gut. Rück. Rück. Vor.
Reicht dir das Ganze noch nicht oder willst du mehr Challenge für deine Bauchmuskeln? Beide Füße gleichzeitig. Schnelleres Tempo. Oder du bleibst mit Raffi. Zieh ran, Kopf weg. Löst die Schultern mehr und lass den Ellbogen weit außen. Eieiei. I'm sorry, not sorry. Check den Rücken unten hoch. Aber fließen lassen. Zwei gehen noch. Oh, zwei gehen noch. Eieiei. Gott, schnapp dir mal den Fuß. Hey, Rolle. Gott. So, kurze Pause. Kommt der nächste. Kraft im Stehen, Chorkraft im Stehen. Wenn ihr jetzt habt, nehmt euch einen Tube. Haben wir. Oh, ihr könnt aber auch, Raffi kann es euch auch mit der Scheibe zeigen. Falls ihr keinen Tube habt, dann nehmt euch eine Scheibe oder ein Buch. Irgendwas, was ein bisschen Gewicht habt. Runter von der Matte. Wenn ihr das Tube habt, steigt dann mal mit einem Fuß mittig in das Tube ein und komm in den breiten Squat. Wir gehen in den Woodshop, das ist der Klassiker für unseren Chor im Stehen. Du kannst hier beide Tubes nehmen oder nur eines. Wir starten unten beim rechten Knie. DJ, Musik darf kommen. Dropping the beat. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Vorlauf, ein bisschen Drama. In die Ecke hoch. Linker Arm, zwei Seiten. Lang, lang, rück, rück. Lang, lang. Bewegung in die Beine, Knie nach außen. Und wenn du merkst, das Ganze ist dir zu leicht, hier, nimm ein zweites Buch, ein bisschen mehr Gewicht. Oder hier die zwei Griffe. Kleine Rhythmusänderung. Warte kurz, schnell hoch. Push in die Ecke, push, slow. Zurück. Push hoch, die Arme gestreckt. Explodiert, zack. Explodier, einmal mehr. So, jetzt komm auf Brusthöhe hinher. Lass die Arme lang. Lass die Arme lang. Natürlich geht es tiefer. Ein bisschen, ja? Ein bisschen. Hallo Schulter. Kleine Kombi, wir haben hier 3, 2, 1, Knie. 3, 2, 1, immer auf Brusthöhe. 3, 2, 1, Knie. Bewegung verstanden. Twiste mehr. Mehr nach links, mehr nach rechts. Und jetzt lass die Arme lang. Oberkörper parallel. Becken parallel. Jetzt zieh. Oh! Eine Runde. Hin. Und zurück. Wie geht's dir? Top, top. Dir? Mo. Merk's. Hit haut rein, oder? Oh, ich merk's. Es war's. So, sehr schön. Weg mit dem Tube. Du kannst hier mit der Scheibe arbeiten, aber wartet mal schnell. Raffi mit Scheibe, es geht auch mit dem Tube weiter. Breiter Squat. Zieh. Wenn du das Tube hast, vor dem Kopf. Wenn du die Scheibe hast und das Kinn und push nach oben. Ah, was machst du? Fies. Setz den Po auf Kniehöhe. Zieh den Bauchnabel ein, wenn es nach unten geht. Ich zeige euch, was kommt. Macht immer weiter mit Raffi. Ich möchte von euch einen Squat und einen Twistel seitlich, okay? Wenn der Beat kickt, machen wir das. Einmal. Los geht's. Rechter Fuß. Squat. Squat. Twist. Tief. Twist. Push. Oh. Immer dieselbe Seite. Immer dieselbe Seite. Immer dieselbe Seite. Immer dieselbe. Und jetzt Wechsel. Squat. Zieh, willst du mehr? Putz, zieh von oben nach unten. Geht auch. Hoch. Puls geht hier ein bisschen hoch. Drei Pulse ist Mitte. Scheibe hoch, wenn du magst. Tube hoch. Drei. Glatt. Drei. Geht's euch gut? Bleibt dabei. Natürlich geht's uns gut. Schau mal hier, dass du die Scheibe und das Tube immer sehen kannst. Langsam jetzt, langsam jetzt. Zwei Zeiten. Tief, tief, hoch, hoch. Einmal noch. Tief, tief, hoch. Oh Gott, wunderbar. So, andere Seite. Steig ein. Steig ein. Mittig oder eben
nicht. Also, noch einmal zum Verständnis. Hier. Oder du nimmst das Äußere. Knie nach außen, setz dich tief. Starte am Knie. Zwei Zeiten. Wenn du näher am Griff einsteigst, wird es schöner. Hoch. Zurück. Jetzt habt ihr noch Zeit zu justieren. Schönes Lied, ja? Ja. Nutzt den ganzen Weg. Lasst die Arme gestreckt. Hier habt ihr wenig Bewegung im Rumpf. Rhythmus. Warte mal kurz hier. Jetzt explodieren wir hier. Push, halt. Push, hold. Explosion. Chuck. Nimm die Beine mit. Hoch geht's. Zieh. Wer hat das oben ist? Oh. Geil. Bleib dabei. Mach mal Reiter mit Raffi. Schau, was kommt. Zieh das Tube auf Brusthöhe. Bauchnabelhöhe ist okay, wenn die Schulter kollabiert. Und jetzt steig ein. Seite, 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 Seite. Bereit für die kleine Kombi? Müsst die Arme abfallen. Oh ja. Dreier-Kombi jetzt. Wir haben hier rechts, links, rechts, zurück zum Knie. Push, diagonal. Jetzt zum Knie. 3, 2, 1. Und jetzt versuch den Weg nochmal größer zu machen. Mehr in die Seite. Twist. Und hör nicht twist. Auf. Niemals. Nicht aufhören. Niemals. Twist. Einmal. Scheibe oder Tube? Doppelt oder Single? Ihr habt ganz viele Möglichkeiten hier zu arbeiten. Breiter Squat, Füße außerhalb der Schulter, starte langsam. Zieh das Tube vor der Brust, bleib unterm Kinn oder für mehr Cardio über den Kopf. Schau mal, ich ändere mal. Bring die Arme hoch, mehr Rückenarbeit. Aber das ist gut. Mach das weiter. Wir. Mach weiter mit Raffi. Schau, was kommt. Seite. Wir twisten Seite. Mehr Load hier. Okay. Wenn der Beat kickt, steig mal ein. Ich würde sagen jetzt. Jetzt. Der Twist. Zieh. Aus dem Squat. Bis zu mehr. Zack. Arme über den Kopf. Geht auch mit der Scheibe, gell? Crunch. Uno minuto. Setz dich nach unten. Bring das Knie seitlich zu den unteren Rippenbögen hoch. Und den Ellbogen dahinter. Noch 4, 3, 2. In der Mitte. 3. Arme hoch. 3 Pulses. Cardio is on jetzt. Bauch fest. Bleib dabei. Wie gesagt, Tube ist optional. Arme über den Kopf optional. Auch versucht durchzuhalten, wie auch immer. Wie auch immer. Langsam. Einmal langsam zieh. Zwei Zeiten tief. Tief. Tube vor dem Kopf, Scheibe vor dem Kopf. Einmal, einmal. Tief. Tief. Hoch. Oh, gut, kurze Pause bitte. Hüftarbeit ist dran. Zu einem gesunden Rücken, Bauch können starke, schöne Hüften. Wenn ihr einen Tube habt, dann schulterweit einsteigen. Das war jetzt ihr könnt mein Zeichen, aber, das war mein Zeichen. Du kannst gerne mit Tube machen. Aber ihr könnt das Ganze auch ohne Tube machen. Viel Körperspannung. Griffe überkreuzen. Und dann bringst du nach hinten an die Hüfte. Brust ist stolz. Oh, yes. Blick nach oben. Beine abwechselnd nach hinten. Aus der Squat-Position. Rechter Fuß, linker Fuß. Rechts. Wir sind im Squat. Links. Diagonal in die Ecke geht der Fuß. Eigentlich ist es so ein Powerskater. Ist dir das Ganze jetzt tatsächlich zu leicht? Hey, dann steig in das Tube noch mal ein bisschen enger ein. Hey, hey. Das geht auch. Runter. Gut. Eine Runde. Eine Runde. Mach dich lang. So lang. Jetzt bleib hinten mit dem linken Bein. Bleib hinten. Beug dein Standbein. Wir pushen. Hoch. 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 In die Ecke. Eieiei. Räum die Griffe auf. Bleib stolz in der Brust. Gleiches Setup ohne Tube. Jederzeit. Jederzeit. Kleine Challenge ohne Tube. Lass das Bein oben.
No Tap. Zurück in den Squat, abwechselnd. Rechter Fuß, linker Fuß. Setz dich wieder tiefer, rechts. Dann zieh das Tube auseinander. Es gibt mir Jinga halt. Der Jinga. Wie fühlt sich an? Eine Runde länger. Lang. Zurück. Das ist auch so ein bisschen aktive Erholung. Wenn ihr ohne Tube arbeitet, geht auch jedes Bein in der Luft, gell? Geht auch. Habt ihr ein bisschen Balance-Challenge mit dabei. Ja! So, jetzt lasst das linke Bein wieder hinten. Gewicht nach vorn, Schultern zurück. Puls. Puls. Jetzt friere ein im Oberkörper. Trainier isoliert. Von das Knie nach außen. Oh, wir sind in der letzten Runde. Wie fühlt sich an? Raffi, fliegst du? Bring das Bein ein bisschen in die Ecke. Und halt durch. Zurück in den Squat. Skater. Zieh. Oh. Zieh. Das ist eine ziemlich leichte. Es brennt. Eine leichte Choreo, würde ich mal so sagen. Aber es ist effektiv. Oh Gott. Kurz lockern. Hm. Zweite Seite. Wenn du die Griffe hast, orientier dich wieder. Räum zurück. Schulter nach hinten. Setz dich nach unten. Schau mal mit links, oder? In die Ecke. Jetzt links, rechts, push das Bein, Zähne mit Raffi, Gleichgewicht, proaktiv mit anspannen, ei, ei. Mehr in die Ecke, wie gesagt, mehr Intensität, zieh deinen Tube strammer, gut, bereit fürs Leg Training, rechter Fuß zurück, Gewicht nach vorne, pulsier, push, push, push. Druck in die Ferse links. Das Bein muss eigentlich arbeiten, der Fuß muss halten. Und halte den Rest vom Körper still. Das ist gut, ey. Die Ballerina. Oh, ja, das ist süß. Zurück in den Squat. Zieh, back. Also, nicht stehen, wir sitzen die ganze Zeit hier. Push. Beine in der Luft, maybe, mit Tube ist schwierig, aber ohne geht's. Mehr in die Ecke, challenge dich hier. Mehr. Back. Mehr. Mehr. Aktiv anspannen. Mein Hintern auch. Aktive Erholung. Aktive Erholung ist hier. Die Challenge kommt nochmal. Die Arbeit kommt nochmal. Es ist nur Pause. Rechter Fuß zurück. Gut. Geh ich nach vorn. Puls hier. Oh. Und das ist unser Training, ja? Der Rest ist gar nicht. Standbein ist gebeugt. Schau nochmal drauf. Brust anheben. Blick 2 Meter vor dir, circa. Und jetzt kick das Bein. Zurück in den Squat. Marschier aus. Ja, bitte. Außenseite Popo. Marschier aus. War nicht so schlimm, oder? Aber noch. So, weg mit dem Tube. Fokus, seitliche Bauchmuskeln in der nächsten Runde. Ihr könnt runterkommen, wenn ihr habt ein Buch oder eine Schreibe neben euch. Hey, wenn ihr wieder da seid und das Workout durchzieht, Kim Kardashian Popo. Ja, ich würde auch sagen, dass das gut ist. Haut rein. Doch, doch. So, meine Lieben, also Fokus, seitliche Bauchmuskeln rollt nach unten ab. Ich freue mich schon. DJ, bitte. So, jetzt bring deine Beine nach vorne. Du checkst jetzt gleich. Füße über der Hüfte ist am leichtesten. Sink so weit ab, wie du das gut im unteren Rücken halten kannst. Fingerspitzen an die Schläfen. Kinn zur Brust ziehen. Wir starten mit 4 Crosses zu uns. Selbe Seite. 4, 3, 2, einer, wechsel die Seite jetzt. Andere Seite. 4, 3, 2, 1. Kurze Pause in der Mitte. Nochmal. 4, 3, 2, 1. Wechsel. 4, 3, 2, 1. Selbst schaffen wir noch, ja? Gut. 4, 3,
zwei, einer weg von uns, nochmal vier. Vier, drei, zwei, wir halbieren. Ja, mal schneller. Zwei, ja, mal schneller, Raffi. Zwei, drei, yes. Zwei, Füße über die Hüfte, wird etwas leichter. Was kommt vor zwei? Ich würde sagen Singles. Einverstanden? Let's go. Singles, Cross-Crawl, hier. Singles, zieh die Knie ran zur Brust. Oh. Optional? Optional, jederzeit. Ist eine harte Nummer hier. Ich würde sagen, noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. So, schneller Wechsel. Roll auf zu uns. Ellbogen unter die Schulter, Knie in die hintere Hälfte der Matte. Push hoch, hoch und tief. Nimm die Scheibe mit, optional. Geht aber auch ohne das Ding. Hoch, tief. Hoch, tief. Scheibe auf Schulterhöhe. Bleib jetzt oben und gib uns Pulse. Kleine, kleine, kleine. Hüfte weg vom Boden. Das Ganze kann man auch gestreckt machen, gell? Wollt ihr? Jederzeit. Gerade neue Nummer. Gerne das Knie erstmal absetzen. Das Roll nach unten ein. Bring die Unterarme parallel. Und öffne dich zu uns. Untere Arme parallel. Öffne zu uns. Tief, tief. Jetzt achte mal bitte drauf, dass die Hüfte bei uns bleibt. Mehr Intensität. Knie weg. Zieh, zieh und komm hoch. Zweimal noch. Oh, Raffi, wie geht's dir? Einmal noch. Geil. Ich merke den Popo. Das Knie in die Matte, Arm über den Kopf. Crunch ist jetzt. Crunch und lang. Jawohl. Mehr Intensität, Scheibe oder nicht, liegt an euch. Au! Das Lied kommt. Oh, Ellbogen hoch. Zieh. Wie geht's dir? Hau drei. Wenn du merkst, deine Schulter macht schlapp. Bring kurzes Becken auf den Boden. Halt durch. Halt durch. Ich fühle meine Bauchmuskeln, ja? Meine Lieben, die letzten. Acht. Sieben. Sechs. Ja, Endspurt. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Uno. Einer. Oh, Hilfe. Oh. Es war schön, dass es noch eine andere Seite gibt. Entspann kurz deine Schulter. Wir gehen in die andere Seite. Roll nach unten ab. Du bist verrückt. Aber das ist gut. Das geht doch, oder? Wir haben hier sogar ein bisschen Pause, gell? Gott, unser Setup hier wieder. Schultern lösen. Beine wieder nach vorne. Check deine Intensität. Bauchnabel zur Wirbelsäule, Ellbogen außen. Viermal zu uns. Zieh das Knie ran. Vier. Wir starten langsam. Drei. Zwei. Einer. Wechsel die Seite jetzt. Gut. Vier. Drei. Zwei. Einer. Nochmal zu uns. Kurze Pause. Vier. Drei. Wenn du merkst, es wird too much. Count hier wieder Zeit. Viermal weg von uns. Vier. Drei. Zwei. Eins. Hier die Seite noch einmal, Team. Manchmal muss man sich vom Takt einfach verabschieden, gell? Gut. Zwei noch. Einmal noch. Nach hinten die vier. Drei. Zwei. Wir halbieren. Zwei jetzt. Zwei. Weg von uns. Zwei. Boah. Zwei. Eine Runde länger. Komm, komm, komm. Puh. Komm höher mit dem Oberkörper. Einmal noch die zwei. Ich bin bereit für Singles. Raffi, auf. Jetzt. Zieh. Angriff. Zieh. Hua. Hua. Atme aus.
twiste mehr. Schau, dass deine beiden Hüftknochen am Boden bleiben. Lange Runde. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wir haben einen schnellen Wechsel. Komm in die andere Seite. Pack den Fuß. Dreh dich. Fix, fix, fix. Ellbogen unter die Schulter. Wenn du willst, mit der Scheibe. Knie in die hintere Hälfte der Matte. Geht nach oben. Push dein Becken. Hoch. Wenn du willst, löst das Bein. Hoch und tief. Langer Hals, langer Nacken, die Verlängerung deiner Wirbelsäule. Und wenn du möchtest, push. Push. Geh doch gestreckt. So, jetzt halte mir mal oben. Versuch einmal in den Split Stand. Kick das Becken hoch und tief. Hoch und tief. Jetzt rotier. Bring die Unterarme parallel und lang. Unteren Arm parallel, Hüfte bleibt wieder bei uns. Schulter-Aua. Drop ein Knie in den Boden. Nutz den ganzen Weg jetzt. Und dann versuch's nochmal. Challenge dich. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Wir schaffen noch zweimal mehr. Easy, easy. Ja. Einmal mehr. Was mit Scheibe? Ich weiß nicht. Bring das Knie in die Matte. Arm über den Kopf. Crunches. Zieh. Zieh. Oh. Der Arm über dem Kopf. Das Knie hoch. In die Seite. Nicht nach vorn. Ihr wisst, dass wir hier nochmal eine lange Runde haben. Jetzt hier too much. Komm eine Runde runter. Entspann kurz. Und dann versuch wieder einzusteigen. Los jetzt. Zieh, zieh. Zieh. Oh. Halte durch. 30 Sekunden machen wir das noch. Hey, hey. Na, so viel sind es gar nicht. Team. Noch 8. 7. 6. Können wir wechseln? Komm ins Brett. Cardio zum Schluss. Diagonal, Mountainclimber. Lauf aus. Twiste. Ellbogen zum Knie. Ich glaube, dann haben wir alles aus dem Song rausgeholt. Mehr das Gewicht nach vorne. Sowas von. Das war's. Komm auf die Knie. Rückseite ist dran. Wenn ihr einen Typ habt, nehmt es euch in die Seite. Kommt in Bauchlage jetzt. Fußrücken in die Matte. Jetzt machen wir einen Oberschenkel fest. Knie ist weg vom Boden. Po ist fest. Gut. Wir schwimmen. In der ersten Runde. Bring mal deine Arme nach vorne. Jetzt geht dein linker Arm nach hinten. Links nach hinten und schwimm vor. Okay? Rechts nach hinten und schwimm vor. Du kannst den anderen Arm ablegen, um die Intensität ein bisschen zu schmälern. Eine Runde mehr. Gut. Schwimm. Oder du haltest den Arm in der Luft. Wenn du die Bewegung gesehen hast, ist uns wichtig, dass du runter auf die Matte schaust. Gut. Einmal mehr. Leg die Hände kurz ab, Füße hoch. Flutter Kicks. Flutter Kicks. Bewegung aus der Hüfte, Zehenspitzen lang. Unterer Rücken. Hoch. Hier mit dabei. Arme wieder nach vorne. Beine flattern weiter, wir schwimmen. Einmal rechts. Da. Einmal links. Anstrengend. Arme hoch. Rechts. Oh, nutzt den ganzen Weg nach hinten. Und achte darauf, dass deine Hüftknochen am Boden bleiben. Rechter Arm lang. Schwimm vor. Gut. Nächster Level. Schwimmen wir mit beiden Armen. Schwimm zurück. Zurück. Und komm höher mit dem Oberkörper. Löst die untere Rippe. Oh, einverstanden? Ja? Oh, Füße flattern weiter. Ah, jetzt kommt der Part. Oh, wo wir weitermachen. Wo ich gehofft habe. Jetzt ist die Pause da. Du, wir haben hier 3 Minuten. Halte durch. Spür deine Schulterblätter. Sehr schön, das war's. Komm nach oben.
kurz auf die Knie. Wie viel haben wir noch? Wenn ihr einen Schub habt, wenn ihr einen Schub habt, wenn es mit dieser falschen Griffe, geht aber auch nur mit einer festen Faust. Zwei Zeiten. Tief, hoch, hoch. Tief, hoch, auf, tief. Klappe über den Fersen, stoppen. Tief. Wie gesagt, hast du keinen Schub heute, mach eine feste Faust. Arbeite mit ganz viel Körperspannung. Oder zwei Bücher. Gott, Elbow Rose. Kipp nach vorne, kleine Pulse. Pulse. Schieb die Schulterblätter zusammen. Der Bauch ist fest. Eieiei! Oh, versuch 90 Grad im Ellbogen. Ellbogen. Wunderbar. Kleine Kombi ins Ziel. Ellbogen. Lange Arm kommt hoch. Ich wusste, dass das kommt. Ja, ich liebe das. Also, meine haben einen Trizeps. Mit dabei, denn die ganze Rückseite arbeitet hier. Oh! Oh! Was machen wir? Pulsier mal aus, Raffi. Ja. Pulsier. So. 30 jetzt. Sekunden. Und jetzt versuchst du es. Zieh den Ellbogen mehr nach außen und schiebe aktiv deine Schultern zusammen. Ist doch hart, gell? Gehen wir nochmal in die Kombi. Ja. Nochmal. Ellbogen. Lang. Spann den Po an. Ich denke, letzten zwei Sekunden. Zweimal. Zweimal? Noch. Ja. So, löse das Tube. Schnapp dir deine Finger, verkling sie. Und jetzt zieh den oberen Rücken auseinander. Das habt ihr euch verdient jetzt, gell? Ja. Hart, Kinn zur Brust. Ganz normal weiteratmen. Einmal öffnen, Daumen nach hinten, Brust. Stolz. Stolz, dass wir fertig sind. Arme nach vorn. Ja, bitteschön. Das ist für euch. Danke fürs Mitmachen. Und wenn ihr jetzt dieses Paket, das machen wir ganz bewusst so, dieses Hit und dieses Core. Weil es perfekt zusammenpasst, ja, und sich gut ergänzt. Wenn ihr das Paket macht, dann habt ihr für den heutigen Tag euer Sportpensum perfekt gemeistert. Aha. Alles klar. Einen schönen Abend und schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen, was auch immer. Wann auch immer ihr das macht. Ja, genau. Und das vergesse ich auch immer. Und morgen geht's weiter, gell? Wir wünschen euch was. Tschüssi. Tschüssi.